Aber wieso gibt es denn nur zwei Punkte obendrauf? Was ist das denn? Und hier gar nicht. Hier haben wir 8 Schaden und Handhabung. Würde aber Abriss wieder wegnehmen. Ja, gut. Ja, nö, nö. Den können wir mal so lassen. Hier haben wir Feuer und Schaden. 6%. Hier haben wir Schaden und Handhabung. Macht dann aber ein bisschen weniger Feuer. Finde ich aber nicht so gut. Plus 5, plus 4, okay. Ja, ich warte eigentlich noch auf die richtigen Waffen. Gerade die. Das wird meinen Magen etwas beruhigen. Was? Was wird deinen Magen beruhigen? Beruhig du dich doch. Was? So, jetzt, wie geht's denn jetzt weiter? Ich würde jetzt tatsächlich nach hier hingehen. Wollen, würden, gewesen, gewiest. Eventuell aber durchs Land hier durchzuppeln. Und dann so in. Ich mach mal. Wir müssen eigentlich nur dem Weg folgen und dann uns relativ links halten, bis wir rechts müssen. So in die Richtung würde ich jetzt laufen. Weil hier hinten ist nichts mehr, was uns hält. Ja, ich mache mich mal auf die Socken und dann schauen wir mal. Eventuell kommen wir da in der Aufnahme gar nicht mehr an. Aus Gründen derer, dass so ein Stündchen ungefähr noch und dann wollte ich aufhören. Was ist das denn? Ist das blau? Schockwurzel. Ach ja, stimmt. Hier ist ja noch ein Feuerchen. Das nehmen wir dann mit. Das nehmen wir. Hallo? Nehmen mit. Ach Gott, ich bin ja doof. Ich kann noch den Weg da runter. Geh viel schneller. Warte. Ich renne wieder hoch. Ah, siehst du, so vergesslich. Sag nur Dishonored. Geh in dieses komische Blutfliegenhaus wegen dem scheiß Tresor. Guck mir den scheiß Tresor an, mach die Blutfliegennester weg und hab dann vergessen, dass ich wegen dem Tresor da bin und geh so wieder raus. Traumhaft, ne? Also, wer kann, der kann. Vor allem so wie ich. So, dann machen wir den Abseiler hier. Gefällt mir die Animation, finde ich auch gut. Gibt es hier auch noch irgendwas? Da komme ich wieder hoch. Wieso kann ich denn... Wieso kann ich denn da wieder hochklettern? Wenn ich hier nicht auf die Seile rauf kann, um wieder hochzukommen. Also glaube ich zumindest. Übrigens, das Seilrutschen-Ding hat was von Tomb Raider. Also das Spiel ist im Moment so eine Mischung aus Tomb Raider, Far Cry, Primal und Assassin's Creed, möchte ich behaupten. Gefällt mir aber sehr gut. Möchte ich auch behaupten. Wo ist das Ding da? Hier verirrt sich aber auch kein beschissenes Tier her, ne? Nö, nicht mal annähernd. Ach ja, so, wo kommen wir denn raus? Da ist, glaube ich, ein Wegstein, ne? Nee, ist nicht. Aber da steht einer. Steht da wirklich einer? Nee, da steht keiner. Ach, das sah so aus, als ob das Gebüsch einer ist. Auch toll, ne? So, ich muss hier runter. Guck mal, hier geht's auch noch weiter. Vielleicht zufälliger Zufall. Wieso liegen hier eigentlich alte Trümmer? Was soll das denn? So, wir müssen erstmal checken, wo wir landen, bevor wir springen. Da ist noch eine Hütte. Zu dir würde ich wohl auch nochmal hinwollen. Gezuppel. Wir brauchen noch einen Waschbiber, ne? Da ist ein Fuchs. Ich habe schon lange keinen Waschbiber mehr gesehen. Da ist ein Waschbiber. Ich markiere den mal. Ich sehe den nicht.
Aber er mich auch nicht. Hey, Waschbiber. Mach's gut. Ach, nur Fleisch dabei. Ist da noch ein Fuchs? Den brauchen wir, glaube ich, auch noch. Der hat auch was dabei, was wir brauchen. Fuchsknochen. Sehr gut. Hier lässt sich's gut jagen. Da ist ein Truppberger. Erwischt. Hier ist gutes Jagdgebiet, wie mir scheint. Ja, sieht auch sehr gut aus, muss ich sagen. Wo geht's denn da hin? War ich da schon? Bin mir nicht sicher. Mhm, Hasen, Truppberger, Füchse, wilde Schweine. Warte mal, den muss ich mir mal markieren. Zack. Ich brauche übrigens dieses Zwei-Pfeile-Ding, Alter. Dann kann ich hier echt ein bisschen mehr Schaden anrichten. Wo ist er denn dein? Oh, der hat auch was dabei, was wir brauchen. Das ist ja ein Traum. Ja, genau das wollte ich haben. Zack. Auch erledigt. Es bietet sich einfach gerade an und wir müssen eh Sachen sammeln. Lagerfeuer entdeckt. Was? Was ist denn da hinten los? Die sind gerade ein bisschen aggro, wie mir scheint. Aber warum? Was haben die? Gegen was kämpfen die? Gegen Menschen. Aber was für Menschen? Ja, genau. Lagerfeuer. Hat mich auch mega interessiert gerade. Feindlicher Mensch. Okay. Was für feindliche Menschen sind denn das? Zu wem gehören die? Ich sehe nichts. Banditenschärge. Hey, Mann! Ganz ruhig. Bei allen Langhörnern! Ich höre doch etwas im Gras. Na, gleich hörst du nichts mehr. So, so. Banditen also, ja. Hat sich ausbanditisiert. Jetzt können wir schön alles einsammeln, was die hier gerade kaputtgeschlagen haben. Dem sogar was Schönes dabei. Wüstenglas. Mhm. Wäre ich hier sowieso lang gekommen? Ich glaube wohl, ne? Da wäre auch noch was Blaues. Da ist auch noch eine Art Ruine. Ein paar Graser. Abriss. Sehr schön. Noch irgendwas? Das ist Feuer. Das ist Schwein. Ah, hier. Da war noch ein Schwein. Da. Blind geschossen, Alter. Das machen wir mal nach. So, hier ist der Wasserturm wieder, ne?
Ist das Schwein? Da ist das Schwein. Okay, hier muss ich glaube ich ein bisschen aufpassen. Da hinten. Da sind Wächter. Oh, ich kann hier gar nicht in Deckung gehen. Das ist schlecht. Dann bewege ich mich mal Richtung Feuer und da, wo ich eigentlich hin wollte. Was? Da? Nee. Ich wollte sagen, wieso? Was? Warte. Ich muss aber die richtige Quest markieren. Die hier nämlich. Ich wunderte mich bereits ein wenig. Ich denke, wohin des Wegs, Übeltäter? Ich möchte auch gerne nochmal in das Häuslein da reingucken. Die Banditen haben wir jetzt ja relativ schön weggeschlechtet. Ich weiß halt immer nicht, ob ein Kopfschuss instant tödlich ist bei Menschen. Sollte ja rein, theoretisch, egal welche Stufe die haben. Ich müsste es mal ausprobieren bei Gelegenheit. Da ist auch wieder ein Graser. Da ist ein Truttberger. Da war ein Truttberger. Den hole ich mir auch. Jetzt wird's hell. Oh, der hat auch was dabei, was wir brauchen. Sehr gut. Läuft jagdtechnisch. Läuft sogar hervorragend. Truthahnknochen. So, was können wir denn jetzt? Können wir denn... Was können wir denn? Schweinsknochen fehlen mir immer noch. Toll. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Nein. 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 Fuchshaut, Fischgräten. Und Kaninchenknochen. Oh, Kaninchenknochen. Was ist da? Zerstörter Wächter. Ja gut, wertvolle Ressource. Ja, ich weiß ja nicht. Was ist hier jetzt los? Habe ich alles... Habe ich schon alles leer gejagt oder was? Ich brauche ein Kaninchen. Und ich muss schon wieder auf Klo. Das finde ich auch nicht gut. Und Wildschweine. Ich guck mal, dass ich noch das Schwein da erwische. Ich brauche diesen Zwei-Pfeile-Skill. Und Fuchs irgendwas brauche ich auch noch. Den erwische ich so nicht. Was Blaues gefallen. Drop it like it's hot. Hol ich mir. Mal gucken, was der. Was hat denn der dabei? Das Blaues habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Wildschweinhaut. Sehr gut. Ein Kaninchen wäre noch schön. Was ist das da? Ein Fuchs. Das ist ein Kaninchen. Den will ich haben. Den alten Hoppla. Den will ich haben. Den brauche ich. Und den auch. Zack. Oh, der hat sich vor Freude im Kreis gedreht. Und Aufstieg. Sehr gut. Stufe 13. Durch die Jagd. So gefällt mir das. So kann ich mir jetzt was bauen. Da wollte ich nicht hin. Herstellen. Dreierkapazität. Waffenbeutel geht. Hier fehlen mir nur noch Schweineknochen. Ich muss mehr Schweine jagen. Hier fehlt mir Fischgräte. Waffenbeutel können wir rein theoretisch machen. Modifikation geht nicht. Da fehlt mir auch eine Fischgräte. Ich muss auch Fisch jagen, habe ich das Gefühl. Ich muss eigentlich alles jagen, was hier so kreucht und fleucht. Okay, geht nur Waffenbeutel. Dann machen wir das mal. Zack. Jetzt brauchen wir wieder ein Kaninchenhaut. Das ging nicht, das ging nicht. Das andere ging alles nicht, ne? Nee. Okay, Fische und Schweine. Apropos Schwein.
Wo ist der Fuchs hin? Da. Ich weiß. Wie gesagt, ich mache das ja nicht zum Spaß. Sondern weil ich die Rohstoffe brauche. Zack. War aber auch nichts dabei, was wir brauchen könnten. Oh. Oh, voll. Apropos Fisch und Grete. Da ist wieder ein Fuchs. Ich glaube, ich habe hier gleich alles leer gejagt. Gibt es hier Fische? Irgendwie sehe ich hier keine Fische. Warum nicht? Ich niede Fisch. Da hinten ist das Dörfelein. Du kannst ja mal in die Richtung bewegen. Wieso gibt es hier keinen Fisch, Alter? Was ist das da? Ach, ein Wächter. Ich ist voll mit Wächtern. Und Graser. Okay. Ach, ja. Der schnellste Weg nach unten. Naja, aber Fisch wäre schön. Gibt es hier irgendwo Fisch? Fisch. Fischiger Fisch. Wow. Ich brauche ein wenig Fisch. Hier gibt es einfach gar keinen Fisch. Was ist da los? Von welcher Seite? Von da. Ach du Scheiße. Was bist du denn? Sieh mich bitte nicht. Ein Graser. Ach, jetzt willst du mich aber verarschen, oder? Sägezahnstufe 15 und... Ach, ein Lanzenhorn. Was ist das denn? Bohrhörner, Abriss, Eisbehälter, Schwäche gegen Eis. Wo ist denn der? Da oben auf dem Kopf. Und ein Sägezahn. Ach, hör doch auf. Ich hab... Akut keine Ahnung, wo ich mich hier verstecken könnte. Um den Sägezahn mal aufs Korn zu nehmen. Oh, oh. Nicht gut. Nicht gut. Oh, oh, gar nicht gut. Er sieht mich. Nicht. Okay, ich würde sagen Sprengfalle. Ich muss in ein anderes Gebüsch. Ich sehe aber keins. Also ich komme nicht dicht daran. Und das ist ein Problem. Und der kommt nicht bis hier vorne. Nee. Das kannst du vergessen. Da wäre was zum Verstecken. Ich bin vom Schneematsch schon total durchnässt. Ja, ja, ja. Mach dich mal locker. Wir haben hier gerade echt andere Sorgen. Vor allem, weil ich auf Klo muss. Würde ich sagen, ich gehe mal eben schnell auf Toilette und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wahrscheinlich wieder, so wie ich das schneide. Also bis gleich.